So, hallo liebe Freunde, es ist unglaublich, was jetzt passiert ist. Nachdem unsere Mahnwache vorbei war, bin ich mit meiner Frau und einem Freund in das Hofbräuhaus reingegangen in Traunstein. Wollte einfach als ganz normaler Bürger ein Bier trinken. Dann kommt der Wirt zu mir und sagt, Herr Müller, Sie gehen jetzt, dann wollte ich wissen warum, AfD hat hier Hausverbot. Mir wurde aber gleichzeitig berichtet, dass zeitgleich im Hinterzimmer die SPD-Bundestagsabgeordnete Frau Kofler ihre Veranstaltung abgehalten hat. Ja, wo sind wir denn hier? Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Okay. So, jetzt kommen die Herren, die gerade auf den Journalisten losgegangen sind, hier mit einem Hund auch noch aus dem Hintergrund gelaufen. Muss ich mir mal vorstellen. Das heißt, das sogenannte bürgerliche Hofbräuhaus Traunstein arbeitet zusammen mit der Antifa, weil als ich rausgeschmissen wurde gerade mit meiner Frau und meinem Freund, war sofort die Antifa im Raum, hat mit dem Wirt getuschelt und als ich dann raus bin, war die ganze Antifa-Meute draußen, hat kriegt ihr nichts zu trinken, zu essen. Also muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Im Hofbräuhaus Traunstein gibt es anscheinend, auch jetzt, wo wir gerade verjagt worden, eine intensive Zusammenarbeit des Wirts mit den Linksextremisten der Antifa. Jetzt kommen sie gerade aus dem Hintergrund wieder. Es wird die Situation gefährlich. Wir brechen jetzt die Aufnahme ab. Gehen wir nach Hause. Achtung!